Hallo lieber Widder, mal anderes Format ausnahmsweise heute. Dein Wochenreading für den 6. bis 12.3., wenn du den Widder im Sonnenzeichen, Aszendent und oder Mondzeichen hast. Und natürlich weißt du auch allgemeines Kartenreading, also bitte nimm's mal an, wenn du das Gefühl hast, es spricht hier von dir. Was haben wir denn hier Schönes? Neuanfänge, Neustart-Energien, einer Leidenschaft folgen, neue Entscheidungen, neue Ideen. Vielleicht auch Kommunikation mit neuen Leuten. Kann auch sein, dass dir irgendjemand Neues über den Weg läuft oder du einfach eine überraschend tiefe oder schöne Kommunikation mit jemandem hast. Aber das ist echt spannend. Ich habe hier so viele leidenschaftliche Karten, so viel Neustart. Ich habe den Buben, den Ritter der Stäbe. Ich habe das Ass der Stäbe und die Karten sind gut gemischt. Also das ist ja echt super spannend. Das Ass der Schwerter. Also wirklich Neustart, neue Ideen, neue Projekte. Vielleicht auch so Hummeln im Hinter. So, das will ich machen, das will ich machen. Und in dem Kartendeck hier gibt es noch den Kreativen. Also ja, irgendwas will auf die Straße gebracht werden durch dich. Achte auf deine Balance. Achte darauf, dass du dich dabei nicht übernimmst. Ja, also nur weil es gerade kribbelt, vielleicht brauchst du trotzdem zwischendrin mal eine Pause, einen Kaffee, was zu essen, ein bisschen Schlaf. Ja, aber was immer da durch dich gerade durch möchte, ist wie so ein innerer Meilenstein. Und vielleicht ist es auch was, wo du schon länger drüber nachgedacht hast, aber nie die Zeit dazu hattest. Und jetzt ist es aber an der Zeit. Jetzt ist es, dass du es auch gar nicht mehr aufhalten kannst und du jetzt wirklich da dran klotzen willst und sagst, ich hau das jetzt raus, ich hau das raus, das ist gerade so cool. Vielleicht muss auch was fertig werden, wo du schon eine Weile dran arbeitest, das kann auch sein. Aber ich glaube, für die meisten Widder ist es eher so wirklich dieses Neustart, wie so ein Bienenschwarm, was in deinem Kopf so rumgeht und so, ja, einfach so summt und brummt und auf die Straße gebracht werden möchte. Wie gesagt, Ideen, Projekte. Und ich glaube, das sind auch Sachen, die dir vielleicht, also vielleicht kommen sie dir neu, aber ich habe eher das Gefühl, mit der Summe der Karten, die hier liegt, das ist was, was dir vielleicht schon immer mal, weißt du, so vorbeigeschwommen ist, wo du dachtest, das könnte man ja mal machen. Und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt gekommen, um das umzusetzen. Und jetzt ist offensichtlich auch die Zeit dazu, dass du dir das zeitlich einteilen kannst, um das zu machen oder in die Planung zu gehen, damit demnächst zu starten. Also es ist richtig so ein feuriger Neuanfang hier für dich in dieser Woche. Also coole Projekte, wenn du Lust drauf hast. Ist ja immer die Frage, ob man das Kartenreading auch annehmen möchte. Aber wenn du irgendwie sowas im Kopf hast, wäre das eine geniale Woche, um damit zu starten, lieber Widder. Ich wünsche dir viel, viel Spaß dabei und wünsche dir eine tolle Woche, deine Denise.